Die Schlange ist eines der ältesten und am weitesten verbreiteten mythologischen Symbole und historisch gesehen sollen Schlangen Fruchtbarkeit, genauer gesagt aber eine schöpferische, universelle Lebenskraft darstellen. Da Schlangen sich häuten, sind sie Symbole für Wiedergeburt, Transformation, Unsterblichkeit und Heilung. Schlangen wurden auch mit einigen der ältesten Rituale in Verbindung gebracht, die der Menschheit bekannt sind und stellen einen doppelten Ausdruck von Gut und Böse dar, werden aber fast immer mit einer mystischen Art von Weisheit in Verbindung gebracht, besonders in vielen Teilen Asiens. Chiang Mai ist die größte Stadt im Norden Thailands und eines der meistbesuchten Ziele des Landes. Chiang Mai liegt etwa 400 Meilen nördlich von Bangkok in der Nähe des Himalayas und bedeutet in Thai neue Stadt, da sie 1296 als neue Hauptstadt des damaligen Königreichs Lan Na gegründet wurde, was Königreich der Millionen Reisfelder bedeutet. Der Großraum Chiang Mai hat eine Bevölkerung von fast 1 Million Menschen und liegt entlang des Ping-Flusses, wo es angeblich einen Naga als Quelle des Flusses gibt. Ein Naga ist in diesem Zusammenhang eine mythische Schlange, aber im Buddhismus sowie im Hinduismus und Jainismus kann sie als eine göttliche Rasse erscheinen, die halb Mensch und halb Schlangenwesen ist, die menschliche Gestalt annehmen und wie Menschen aussehen kann, anstatt mit den Schuppen oder wie man sich ein Reptilienwesen vorstellen würde. In Sanskrit ist eine Naga eine Kobra. Aber es gibt viele Variationen und Interpretationen in den südostasiatischen Kulturen. In der hinduistischen Ikonografie werden sie als halbgöttlich mit Kobra-ähnlicher Symbolik dargestellt und sollen in der Unterwelt, die viele wörtlich als unterirdisch verstehen, in Höhlensystemen voller Edelsteine, Gold und anderer Schätze leben. Während sie auch häufig mit Wasser in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel dem Ping-Fluss in Thailand oder dem Mekong-Fluss im Nordosten Thailands, der angeblich von 2 Naga-Königinnen geschaffen wurde, die durch das Gebiet schlittern, trägt Wasser auch symbolische Konnotationen, zum Beispiel eine Alchemie, und wird oft als Symbol für weibliche Energie verwendet, da die Schlange auch als Symbol für Prana, Chi, Ki, Erleuchtung und transformierte Sexualenergie verwendet wird. Nagas werden manchmal auch mit der Medizin in Verbindung gebracht, wie sie auch in der Caduceus-Symbolik auftauchen, dem von Hermes getragenen Stab in der griechischen Mythologie, der auch im alten Mesopotamien auftaucht, das über 4000 Jahre alt ist. Es wird angenommen, dass Königreiche im nördlichen Thailand mit Hilfe von Nagas erbaut wurden und daher wurden Nagas von der königlichen Familie hoch verehrt. Und so sind viele buddhistische Tempel oft mit verschiedenen Nagas, Drachen oder schlangenähnlichen Wesen geschmückt, die in die Architektur integriert sind. Thank you.
Die meisten Kunsthistoriker werden darauf bestehen, dass die Naga der südostasiatischen Kulturen ihren Ursprung in Indien haben. Dies mag zwar weitgehend zutreffen, aber es gibt auch Hinweise darauf, dass es einen einheimischen Schlangenkult gab, der mit den indianischen Legenden verschmolzen ist. Schlangenkulte waren keineswegs ausschließlich auf Indien beschränkt und die Verehrung von Schlangen war als Symbol für Wasser und Fruchtbarkeit ein globales Phänomen. Und mit Fruchtbarkeit meine ich sexuelle Energie im Gegensatz zur Fortpflanzung. Der Brahmanismus gilt als die Hauptreligion der Arier Indiens, die in der vedischen Zeit vor etwa 3000 Jahren gegründet wurde, also vor dem Buddhismus, der später etwa im 5. Jahrhundert vor Christus aufkam. Beide verbreiteten sich in Südostasien etwa zur gleichen Zeit, in den ersten Jahrhunderten nach Christus, mit dem Sanskrit-Begriff Naga für Kobra, jedoch existieren die Schlangenkulte in Indien schon vor diesen großen arischen Philosophien, da die Dravidier, das Volk Südindiens, eine Art Schlangentotem verehrten. Die Schlangensymbolik scheint also lange vor der aufgezeichneten Geschichte existiert zu haben. Die indigenen ethnischen Gruppen Südostasiens neigen dazu zu glauben, dass die Schlange der Schöpfer der Natur und des Lebens ist und dass sie die Menschen ernährt. Allerdings soll eine alte Rasse, die mit der Schlange verbunden ist, den Menschen auch bei der Errichtung der ursprünglichen Städte geholfen haben. Die uralten Geschichten über die Schlange als Ursprung der matriarchalischen Linie und des Adels der menschlichen Rasse sind bei den ethnischen Gemeinschaften Thailands, Burmas, Laos, Kambodschas und Vietnams sehr beliebt. Eine thailändische Legende namens Die Geschichte von Nang Sa erzählt, wie die thailändische Rasse aus einer Wasserschlange entstand. Thailändische Männer im nördlichen Thailand sowie in Laos und Vietnam tätowieren sich die Wasserschlange gewöhnlich auf Rücken und Arme, wenn sie volljährig werden. Die meisten Anthropologen werden dies mit Wasser im Zusammenhang mit seiner Bedeutung für die Landwirtschaft in Verbindung bringen, was stimmt. Aber Studenten okkulter Mysterien werden es als Symbol erkennen, als Teil einer inneren alchemistischen Tradition, die auch in anderen Teilen der alten Welt zu sehen ist. In der modernen Zeit wird dieser Symbolismus wahrscheinlich aus einer Verschmelzung verschiedener Glaubensrichtungen bestehen. Im Hinduismus ist die Kundalini eine gewundene Schlange. Kundalini ist die Bezeichnung für eine spirituelle Energie oder Lebenskraft, die sich an der Basis der Wirbelsäule befindet und die nutzbar gemacht und in kreative und spirituelle Energie umgewandelt werden kann, von der einige behaupten, dass sie die Seele oder den Lichtleib nähren und zur Unsterblichkeit des Bewusstseins und des Lebens nach dem Tod führen kann. Chinesische Kaiser hatten oft Tausende von Konkubinen, was sich in polygamen Gesellschaften auf Frauen bezieht, die mit dem Mann zusammenleben, aber einen niedrigeren Status haben als seine Frau oder Frauen. Der alte chinesische Adel, der, wie ich betonen möchte, nicht die gleiche ethnische Demografie hatte wie die modernen kommunistischen Chinesen, glaubte, dass je mehr sexuelle Partner sie hatten, desto länger sie leben würden, sowohl buchstäblich als auch in einem spirituellen Kontext. Der gelbe Kaiser, der legendäre erste Kaiser Chinas, von dem alle anderen Chinesen abstammen sollen, soll unsterblich geworden sein, indem er mit 1000 jungen Jungfrauen geschlafen hat. Obwohl einige behaupten, dass dies eine Übertreibung sei, würde ich argumentieren, dass diese Mythen weitgehend auf der Wahrheit beruhen, da diese tantrischen Praktiken auch heute noch weitergehen, wenn auch hinter verschlossenen Türen. Im Falle des Königs von Thailand ist sein sexueller Appetit nicht so diskret und sein Ruf als Playboy ist den Einwohnern gut bekannt. Während sein Land in den Lockdown wanderte, ergriff der König Notfallquarantänemaßnahmen und sperrte sich in einem Luxushotel in Deutschland ein, zusammen mit Dutzenden von schönen thailändischen Frauen, die in der heiligen Kunst des tantrischen Sexualverkehrs ausgebildet wurden.
Die Konkubine des Königs, die als Harem von Sexsoldaten bekannt ist, hat in letzter Zeit an Zahl zugenommen und gilt als eine militärische Spezialeinheit, die alle seine sexuellen Bedürfnisse befriedigt, was selbst für königliche Verhältnisse legendär ist. Für die Frauen, die ihrem König dienen sollen, ist dies in den Augen mancher sowohl eine Ehre als auch ein Privileg, da sein persönliches Vermögen auf über 30 Milliarden Dollar geschätzt wird. Mehr als die Hälfte der Menschheit ist gegenwärtig in einem Lockdown. In Thailand ist es nicht anders, aber während die Menschen gegen die Krankheit kämpfen, hat sich ihr König für die Selbstisolation in einem alpinen Ort entschieden. Auch eine einzigartige Art der Selbstisolation mit 20 Frauen und einem ganzen Gefolge. Es klingt bizarr, weil es bizarr ist. Sehen Sie sich das hier an. In Selbstisolation leben heißt, im Haus eingeschlossen zu sein und nur hinauszugehen, um einkaufen zu gehen oder lebenswichtige Dinge zu holen. Minimalismus ist das Mantra. Aber nicht, wenn man der König von Thailand ist. Der thailändische König Maha Vajiralongkorn hat sich für die Selbstisolation im fernen Deutschland entschieden. Der Veranstaltungsort? Das Grand Hotel Sonnenbichl in Bayern. Ein 4-Sterne-Luxushotel. Keine einzelne Suite oder zwei. Das ganze Hotel war für diese aufwendige Quarantäne gebucht. Aber die Geschichte dieser einzigartigen Isolation endet hier nicht. 20 Frauen begleiten den König. Sie haben richtig gehört. Der König von Thailand hat 20 weibliche Konkubinen und einige Dienstboten mitgenommen. Es wird auch berichtet, dass weitere Dienstboten zum Gefolge gehört hätten, aber 119 wurden nach Hause geschickt, nachdem sie in Verdacht standen, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. So hatte der König fast 140 ausgebildete Sexsoldaten mit in die Isolation genommen, musste aber 119 von ihnen aus Angst vor einer Ansteckung zurückschicken. So musste er sich jetzt mit nur 20 der tantrischen Elite begnügen, mit einem Stab von Dienstboten natürlich. Seine jetzige Ehefrau ist nicht bei ihnen untergebracht, da sie selbst in einem separaten Hotel in der Schweiz unter Quarantäne steht. Aufgrund seines hohen Niveaus an Ausdauer scheint es wahrscheinlich, dass der König alte innere Alchemie praktiziert, da einige Kaiser glauben, dass sie Unsterblichkeit erlangen könnten, wenn sie Sex mit möglichst vielen Frauen hätten, aber niemals ejakulieren. Um das Jahr 600 nach Christus bestieg der letzte Siu-Kaiser den Thron, nachdem er seinen Vater und seinen älteren Bruder ermordet hatte. Er hatte eine Königin, zwei Vizeköniginnen, 6 königliche Gemahlinnen, 72 Madams und 3000 Palastjungfrauen. Aber selbst das reichte nicht aus, um ihn sexuell zu befriedigen. Er hatte eine besondere Vorliebe für Jungfrauen im Teenageralter und benutzte angeblich einen jungfräulichen Rollstuhl, um sie zu erobern. Laut einem Palasthistoriker sprangen, nachdem das Mädchen Platz genommen hatte, automatisch Klammern auf, um ihre Arme zu halten und ihre Beine auseinanderzuspreizen, während das mechanisierte Kissen ihren Körper in die richtige Position brachte, um die königliche Gunst zu erhalten. Auch kaiserliche Frauen haben sich verwöhnen lassen. Kaiserin Wu Zetian war eine Herrscherin aus dem 7. Jahrhundert, die ihren eigenen Harem von Männern hatte. Aber ich werde hier nicht ins Detail gehen, denn die Geschichte ist so schockierend, selbst nach heutigen Maßstäben, dass die meisten Menschen sie ohnehin nicht glauben werden. Man glaubte, dass die Organisation des Geschlechtslebens des Kaisers in einer Regimentsordnung für die Aufrechterhaltung des Wohlergehens des gesamten chinesischen Reiches unerlässlich sei. Die großen chinesischen Kalenderuhren des 10. Jahrhunderts dienten nicht dazu, die Zeit im Auge zu behalten, sondern vielmehr dazu, den Zeitplan und die Zeit für die Frauen, die mit dem Kaiser schliefen, festzulegen. In China und einigen anderen asiatischen Ländern wird das Alter ab dem Zeitpunkt der Empfängnis bestimmt, nicht ab dem Zeitpunkt der Geburt. Die kaiserlichen Chinesen glauben, dass die Frauen am ehesten in den dem Vollmond am nächsten liegenden Nächten schwanger wurden, wenn das Yin oder ihre weibliche Energie stark genug war, um dem starken Yang oder der männlichen Kraft des Kaisers zu entsprechen.
Man glaubte, dass in diesen Nächten Kinder mit starken Tugenden zur Welt kommen würden. Infolgedessen schliefen die Kaiserin und ihre Gemahlinnen mit den Kaisern während des Vollmonds. Und Frauen von niedrigerem Rang, deren Hauptfunktion darin bestand, das Yang des Kaisers mit ihrem Yin zu nähren, schliefen mit ihnen um die Zeit des Neumonds. In der kommunistischen Mao-Ära gab es genau das entgegengesetzte Extrem. Bordelle wurden geschlossen, Menschen wurden entlassen, weil sie Affären hatten, und ins Gefängnis gesteckt, weil sie mit ihrem Freund oder ihrer Freundin zusammenlebten. Ehepaare und Kommunen wurden gezwungen, in sexuell getrennten Baracken zu leben, und ihnen wurden einmal pro Woche 30-minütige eheliche Besuche gestattet. In der Mao-Ära schrieb Andrew Jacobs in der New York Times, Zitat, Liebe, geschweige denn sexuelle Freuden, wurde als Bedrohung und Ablenkung der Massen vom Klassenkampf, der Nahrungsmittelproduktion und der Industrialisierung angesehen. Es war genau wie George Orwells 1984 mit antisexuellen Jugendgruppen, die den Zölibat befürworteten. Jeder, den ich kannte, war Jungfrau, bis sie heirateten. Einen Liebesbrief zu schreiben, galt als Verbrechen. Aber ironischerweise widersprach Maos eigener Lebensstil der Politik seiner Regierung. Dr. Li Zizui, Autor von »Das Privatleben des Vorsitzenden Mao«, schrieb, als Mao älter wurde, wurde er ein Anhänger taoistischer Sexualpraktiken, die ihm einen Vorwand gaben, Sex nicht nur zum Vergnügen zu betreiben, sondern um sein Leben zu verlängern. Er behauptete, er brauche das Wasser des Yin oder Vaginalsekrete, um sein eigenes abnehmendes Yang oder die männliche Essenz, die Quelle seiner Kraft, Macht und Langlebigkeit, zu ergänzen. Viele der Frauen, mit denen Mao schlief, waren junge Töchter armer Bauern, die, wie Li Zizui sagte, glaubten, mit dem Vorsitzenden zu schlafen, sei die größte Erfahrung ihres Lebens. Mao war am glücklichsten und zufriedensten, wenn mehrere junge Frauen gleichzeitig sein Bett teilten, und er ermutigte seine Sexualpartner, ihn mit anderen bekannt zu machen. Er forderte die jungen Frauen oft auf, das taoistische Sexualhandbuch »The Plain Girl's Secret Way«, um sich auf ihre Versuche vorzubereiten. Li sagte, dass er, also Mao, oft mit 3 oder 4 oder 5 Frauen gleichzeitig ins Bett ging, oft minderjährig, das heißt etwa 14 Jahre alt. Während es zahlreiche Berichte über falsche Gurus gibt, die wegen Missbrauchs rechtmäßig verfolgt werden, weil sie ihre Schüler und Thai-Yoga-Retreats ausnutzen und weil sie behaupten, Erleuchtung während Ritualen anzubieten, so gibt es aber auch legitime Lehrer, insbesondere in Chiang Mai, die Einblicke in diese alten Praktiken geben, von denen vieles seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, gehütetes Wissen ist. Ein Beispiel ist der taoistische Meister Mantak Chia, der vom Internationalen Kongress für chinesische Medizin 2-mal zum Qigong-Meister des Jahres ernannt wurde und dessen Dao Garden Health Spa and Resort in Chiang Mai liegt. Alle Tiere, jedes lebendige Ding hat im Innern einen Stromfluss. Nun entdeckten die westlichen Ärzte, dass man gesünder ist, wenn man mehr Strom oder Elektrizität im Körper hat. Wenn man weniger Strom im Körper hat, wird man schwächer oder krank. Und alle Keime können sehr leicht in dich eindringen. So ist es. Vor 4.000 oder 5.000 Jahren hatten die Menschen aber kein Konzept der Elektrizität. Aber wenn sie meditierten, spürten sie, wie sich etwas im Körper bewegte. Das Dao, das in dir bleibt, es wird Qi genannt. Wie der Dampf. Das ist es, okay? Jetzt wissen wir, dass der Yin- und der Yang-Kreislauf wie die Elektrizität zwei Kreisläufe sind. Und wenn man dieses Yin und Yang aufwärts und abwärts fließen lassen kann, hat man begonnen, ein Gleichgewicht in sich zu bekommen. Man hat begonnen, ein Gleichgewicht zu bekommen. So fließt das Yang aufwärts und das Yin abwärts. Auf diese Weise erhöht man also die Elektrizität. Allein dadurch können viele Krankheiten geheilt werden. Okay?
Als ich anfing, etwa 5 Jahre lang sehr eng mit einem Arzt zusammenzuarbeiten, der mir die Patienten schickte, dann kamen sie oft mit 1 oder 2 oder 3 Seiten voll mit. Ach, also sie beklagten sich, ich fühle mich da nicht gut, Kopfschmerzen hier drüben, Rückenschmerzen und all der hohe Blutdruck und all das. Da sagte ich, okay, das ist gut, behalten Sie's, okay? Also zumindest weiß ich, dass das ihr Problem war. Sie sagen, hey, was ist mit meinen Problemen passiert? Machen Sie das zuerst. Der Mikrokosmos, das innere Lächeln. Wenn Sie also Ihren mikrokosmischen Fluss bekommen, besonders die tantrische Energie, wenn Sie eine tantrische Energieform bekommen, sehr stark und so viel Energie, dann wird die Energie dorthin gehen, wo die Krankheit ist. Sie wird dorthin gehen, wo die Krankheit ist, die Sie haben, dort, wo das Problem ist. Und zwar von selbst, okay? Und die Heilung findet auf diese Weise statt. Denn die Sache ist die, dass Sie nicht einzeln behandeln. Sie behandeln sie als Ganzes, okay? Wenn Sie den Energiefluss in sich erhöhen, haben Sie mehr Elektrizität. Also wird Ihr gesamtes System besser werden. So, the whole overall of your system, you're getting better. Physically, we need energy. Körperlich brauchen wir Energie und geistig brauchen wir Energie. Spirituell brauchen wir Energie. Wir brauchen Nahrung. Also nochmal, wir sagten, körperlich brauchen wir Nahrung, geistig brauchen wir Nahrung, spirituell brauchen wir Nahrung. Aber viele Menschen, alles, was sie tun, ist nur diese Nahrung. Das ist alles. Aber was ist mit dem Rest? Die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken? Nun, immer mehr Menschen sprechen immer bewusster über die Luft, die sie atmen und das Wasser, das sie trinken. Aber nicht viele Menschen wissen über die Himmelskraft, die erdgebundene Kraft und die sexuelle Energie Bescheid. When you conserve enough energy, the important part, Dawson said, if you in this life, in diesem Leben haben Sie kaum eine Chance, Ihre Seele und Ihren Geist zu erwecken. Aber wenn Sie viel Energie sparen, und zwar genug, werden Ihre Seele und Ihr Geist im letzten Moment erwachen. Im Augenblick des Todes wird das Licht, das wir das schöpferische Licht oder das klare Licht nennen, deine Seele und deinen Geist erwecken. Ganz gleich, wer du bist. Du glaubst an Gott, du glaubst an Christus, du glaubst an Buddha, du glaubst an Hinduismus oder du glaubst an nichts. Okay, wenn du an nichts glaubst, wird das Licht trotzdem zu dir kommen. Es ist gut, das zu wissen. Es ist sicher. Okay? Es bedeutet nicht, dass zum Beispiel nur, wenn du an Jesus glaubst, das Licht zu dir kommen wird und derjenige, der nicht an Jesus glaubt, kein Licht haben wird, das zu dir kommt. Nein, glaube mir, wirklich. Absolut, wer auch immer du bist, das Licht wird zu dir kommen. Du bist gut oder du bist schlecht, es ist okay. Das Licht wird kommen. Das ist gar nicht so gut, das zu wissen, richtig? Nun geht es darum. Wenn das Licht kommt, was werden Sie damit tun? Es gibt nur wenige Möglichkeiten, die Dinge zu tun, wenn auf esoterische Weise. Die erste Möglichkeit, die beste, ist, Sie lernen, wie Sie Ihren eigenen Tempel errichten und bauen. Und Sie beginnen, die ganze natürliche und universelle Kraft anzuzapfen. Und Sie brauchen sich nicht von den sorgenvollen Dingen abhängig zu machen. Wenn du die Tao-Energie und den Tempel entwickelst, werden sie dafür sorgen, dass du kontinuierlich in der mittleren Ebene praktizieren kannst. Weil du alles nach oben in die mittlere Ebene transferierst, kannst du weiter praktizieren. Aber ohne dies kannst du es nicht tun. Und kluge Leute haben einen Weg gefunden. Der beste Weg ist, du entwickelst dein eigenes Tempo und du übst weiter in der mittleren Ebene, bringst es nach oben in die mittlere Ebene. Wie können wir unsere Lebenskraft verdichten, um wirklich verdichtet zu werden und nicht zerstreut und von etwas anderem angezogen zu werden? Disperse and draw by any other thing.
vor allem im Moment des Todes. Wenn die Menschen daran gewöhnt sind, sich immer überall zu zerstreuen, okay, so sind wir, so zerstreut, alles ist überall hingeflossen. Wissen Sie, was im Moment des Todes geschah? Was geschah mit den Menschen, deren Energie so zerstreut war? Was geschah mit ihnen im Moment des Todes? All ihre Seele und ihr Geist und ihre Lebenskraft sind überall verstreut, nicht mehr da. Der eigentliche Zweck auf der ersten Ebene ist, konzentriere deine Energie, verfeinere deine Energie, sodass all die Seelen- und Geistenergie und die Körperenergie, alles verdichtet, zu einer Energie werden und nicht verdrängt werden können, nicht angezogen, weggezogen werden können und nicht von irgendetwas zur Seite gezogen werden können. Nicht von der Sorgensache oder von irgendjemand anderem. Du bist so konzentriert, du wirst du selbst. Deine Energie ist so verdichtet und deine Energien sind genau dort am richtigen Ort. Wenn du diese Welt verlassen musst, dann wird es passieren. Deine Energie ist so verdichtet und du sammelst die ganze Energie und gehst in einem Stück. Laut dem Meister Mantak Chia versuchten die alten Kaiser und Pharaonen und Mönche und Alchemisten, ihre Geister oder Seelen zu entwickeln und zu nähren, um sie als Vehikel im Jenseits zu verwenden, wo ihr Bewusstsein als Lichtkörper in höheren Reichen bestehen bleiben würde, anstatt sich energetisch aufzulösen und wieder weiterverwertet zu werden, in dem, was gemeinhin als Reinkarnation bezeichnet wird. In dieser Schule des Denkens, die den Kern aller religiösen Philosophen bildet, zumindest in ihrem ursprünglichen esoterischen Zustand, ist es unerlässlich, dass eine Person ihre Lebenskraft nicht vergeudet und stattdessen rohe fleischliche Leidenschaft in veredeltes spirituelles Licht verwandelt. Einige Leute ziehen es vor, zu glauben, dass die Geschichte des Garten Eden wörtlich genommen werden sollte und dass es eine sprechende Schlange gab, die Stimmbänder hatte und sich mit Worten artikulieren konnte, anstatt die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die abrahamitischen Religionen Symbole verwendeten, wie es alle Mythologien tun. In einigen Versionen der Geschichte, wie etwa im babylonischen Talmud, wird die Rolle der sprechenden Schlange als Lilith dargestellt, die Adams erste Frau ist und in einigen Volksüberlieferungen als Lilith bezeichnet wird, die aber zum Teil auf eine historisch frühere Klasse weiblicher Dämonen in der alten mesopotamischen Religion zurückgehen könnte, die in Keilschrifttexten von Sumer, dem Akkadischen Reich, Assyrien und Babylon zu finden ist. Die Lilith-Referenz erscheint nicht in den meisten gebräuchlichen Bibelübersetzungen wie der King James-Version, sondern wird in den Schriftrollen vom Toten Meer erwähnt und war in der jüdischen Mystik des Mittelalters üblich, wo Lilith Adam verlässt, nachdem sie sich geweigert hatte, sich ihm unterzuordnen und dann nicht in den Garten Eden zurückkehren wollte, nachdem sie sich mit dem Erzengel Samael verbunden hatte, den viele als gefallenen Engel ansehen, der Vorstellung von Satan ähnelt und in einigen Versionen eine Schlange wie ein Kamel ritt. In einem kabbalistischen Text, der als Abhandlung über die linke Emanation bekannt ist, wird Lilith als die verführerische Schlange des Vorabends angeklagt. Und die Schlange, die Frau der Hurerei, hetzte und verführte Eva durch die Schalen des Lichts, das in sich selbst Heiligkeit ist. Und die Schlange verführte die heilige Eva, und es ist genug gesagt für den, der es versteht. Siehe, hier ist es vor dir. Wegen der Sünden Adams, des ersten Mannes, sind alle erwähnten Dinge entstanden. Denn die böse Lilith, als sie die Gefäße seines Verderbens sah, wurde stark in ihren Hülsen und kam gegen seinen Willen zu Adam und wurde heiß von ihm und trug ihm viele Dämonen und Geister und Lilith. Während es viele Aberglauben in Bezug auf Lilith und die Interpretationen dessen, was sie darstellt, gibt, wird sie in der mündlichen Überlieferung am häufigsten als Succubus beschrieben, definiert als ein übernatürliches Wesen in weiblicher Form, das in Träumen erscheint, um Männer zu verführen und nächtliche Emissionen zu verursachen. Im Zohar heißt es,
Sie wandert nachts umher, geht um die Welt und treibt Sport mit den Männern und veranlasst sie, Samen auszustoßen. An jedem Ort, an dem ein Mann allein in einem Haus schläft, besucht sie ihn und ergreift ihn und bindet sich an ihn und hat ihr Verlangen von ihm und gebärt von ihm. Und sie plagt ihn auch mit Krankheit, und er weiß es nicht. Und all dies geschieht, wenn der Mond abnimmt. Es ist in diesem Zusammenhang, in dem Lilith als Schlange des Guten oder des Bösen sich mit den Nagas verbindet und wovon Mantakjiya sprach, nämlich die Lebenskraftenergien zu nutzen und zu verdichten, ohne den Kelch des Hermes zu verschütten. Ich sehe gut oder böse, weil man durch dieselbe Aktivität in Bezug auf die verbotene Frucht eine Art spirituelle Erniedrigung oder alchemistisch ausgedrückt einen kleinen Tod erfahren kann. Oder durch Willenskraft und Transmutation oder durch das Berühren der Frucht, ohne von ihr zu essen, könnte sie spirituell nahrhaft und lebensspendend sein und einem erlauben, aus den Wassern des Lebens wiedergeboren zu werden. Leider wurde diese Symbolik falsch übersetzt, falsch interpretiert, in Aberglauben verwandelt und zur Rechtfertigung der Verunglimpfung und Unterdrückung von Frauen in vielen Kulturen auf der ganzen Welt verwendet. Ich verstehe, dass vieles davon kontrovers ist und diese Interpretationen werden nicht bei allen Anklang finden, was in Ordnung ist. Ich bin einfach der Meinung, dass sie zur Verfügung gestellt werden sollten und die Menschen können sich ihre eigene Meinung bilden. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr zu erfahren, dann habe ich einige Links in die Beschreibung aufgenommen, wo ich diese Themen ausführlicher erläutere. Mein Name ist Robert Seffer, ich bin Anthropologe. Meine veröffentlichten Arbeiten sind sowohl bei Amazon als auch über verschiedene andere große Buchhandlungen erhältlich. Sie sind ein schönes Geschenk. Wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie das über patreon.com tun. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke. Bitte klicken Sie auf den Like-Button und abonnieren Sie für zukünftige Updates. Wie immer freue ich mich auf Ihre Kommentare, also hinterlassen Sie mir bitte Ihre Gedanken. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende und hoffe, Sie bald wiederzusehen.